Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen, Friends. Ich bin gehypt. Wir haben von Shindy den ersten Song vom neuen Album. Irgendwas mit Mandarin heißt das Album. Und wir haben auch hier im Titel schon Im Schatten der Feigenbäume. Heißt mit Mandarin irgendwas, oder? Ich glaube schon. Wie heißt das Ding? Ich werde euch auf jeden Fall... Oh, wir haben die Lyrics sogar hier in der Beschreibung. Crank, okay. Das Ganze ist natürlich produziert von OZ. Wir haben kein Musikvideo. Ich werde euch aber die limitierte Albumbox auf Amazon in die Beschreibung packen. Schaut da gerne vorbei. Gönnt euch die gerne. Ansonsten, Freunde, lehnt euch zurück. Holt euch was zu trinken, was zu snacken. Wir haben heute und morgen ein paar Videos, die online kommen. Ich freue mich sehr drauf. Und wir haben jetzt aber erstmal von Shindy den ersten Song, mit dem wir starten werden. Schreibt gerne hier mal drunter, welche Tracks oder auch Album-Reactions ich vielleicht mal machen sollte. Also was rausgekommen ist über die Woche. Gibt es da irgendwas Nices noch? Ich habe natürlich die Bekannten im Blick. Elif mit Farid zusammen. Ich habe Ruhr im Blick. Ich habe von Jay Samuels den neuen Track im Blick. Und noch hier und da andere. Aber schreibt gerne mal Bescheid. Schreibt gerne mal rein, falls da irgendwas Interessantes ist. Ansonsten, Friends, lass nicht lange schnacken. Ich habe Bock reinzuschauen bei Shindy im Schatten der Feigenbäume. Let's go. Sehen Feigen so aus? Also von innen ja, kenne ich, fühle ich. Das sieht aus wie eine Zwiebel. Ist aber keine Zwiebel, I guess. So sehen Feigen aus. Okay. Geiles Artwork aber. Gefällt mir. Meeresrauschen im Hintergrund. Wir haben ein halbes Hörspiel im Hintergrund. Ich habe gerade so einen kleinen Adler landen hören und so eine kleine Raupe aus dem Kokon schlüpfen hören. Okay, Beat ist schon mal eine 1 plus mit Sternchen. Getrieben von Details und Schönheit, in der sich Gott spiegelt. Schlagzeilen, die die Zeitung in meinem Kopf titelt. Ey, wie kann eine Stimme so soft und creamy klingen? Die Stimme von Shindy klingt creamy. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der größte Fan von Shindy so. Ich gebe mir sehr, sehr selten mal Songs von ihm. Weil viele seiner Songs haben bei mir das Ding, ich kann die nicht öfter hören. Ich weiß nicht warum. Das habe ich bei einigen Künstlern und Shindy ist einer davon. Im Moment fühle ich die und wenn ich sie dann wieder höre, finde ich sie nice, aber ich denke mir nie, ah, jetzt mal einen Shindy-Song reinknallen hier. Keine Ahnung, ab und zu, wenn sie in der Playlist kommen, nice, aber ich gehe nie von selber rein und sag, oh, jetzt einen Shindy-Song anmachen. Aber wenn ich sie höre, sind sie geil, also eigentlich muss ich sie eigentlich einfach öfter hören. Diamanten kratzen am Hals, Chromfelgen leuchten ampelgrün im nassen Asphalt. Im nassen Asphalt. Seine Betonung ist so geil, Mann. So am Ende der Zeile geht es ja immer so, im nassen Asphalt. So ein bisschen dieses rauchige, aber immer noch softe rauchige. Kompletter Widerspruch, ergibt gar keinen Sinn wahrscheinlich für euch gerade, aber es ist soft rauchig so. Im nassen Asphalt, dieses leicht geschwungene so noch. So mit, als ob man so schreibt mit so einer Feder und oben diesen I-Punkt so geschwungen macht. So ein Ding ist das. Am Hals, Chromfelgen leuchten ampelgrün im nassen Asphalt. Ich brauche ein Blitzlichtgewitter, das den Regen trocknet. Diesen OG Jordan gibt's nicht mehr in 10 bei StockX. Bad Move, bad. Diesen OG Jordan gibt's nicht mehr an 10 bei StockX. Mhm, gute Zeile auch. Gute Shindy-Zeile eigentlich. Also, so vom Statement her einfach jetzt. Vom Bau der Zeile, nichts Außergewöhnliches, aber vom Statement her. Im Regen trocknet, diesen OG Jordan gibt's nicht mehr an 10 bei StockX. Bad News, Bad Boy ohne Tattoos. Back in Custom Hemden, Maske geschneidert aus MS-Tuch. Ach, dieser Beat ist ein Meisterwerk. Also Ozzy wirklich, der zaubert. Ist ein kleiner Zauberer. Er ist ein Zauberer. Ohne Tattoos, back in Custom Hemden, Maske geschneidert aus MS-Tuch. Trag Chanel, Perlenbroschen auf Bottega Denim. Schick ein Küsschen an die Vogue und alle Leserinnen. Nice, Mann. Ey, das ist so dieses... Er ist so soft unterwegs irgendwie. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, Mann. Es ist jetzt auch bis jetzt so ein typisches Shindy-Song, würde ich fast sagen. Es ist nichts Überkrasses, er hat jetzt nichts Neues erfunden, die Zeilen sind das Krasseste. Aber es geht bei ihm eher um die Attitude, die ich fühle so. Vielleicht höre ich deswegen seine Songs auch nicht so oft, weil der Song an sich nichts außergewöhnlich Krasses, für mich persönlich zumindest, hat, aber die Attitude einfach nice ist, die er ausdrückt. Wir wollen gegen mich Fäden führen, mach die Scheißtür auf, Junge, halt meinen Regenschirm. Du wollen gegen mich Fäden führen, mach die Scheißtür auf, Junge, halt meinen Regenschirm. Du redest mit dem motherfucking Goat. Tätowier dir meine Lyrics, jede Zeile ist ein Quote. Ich hab gelernt, ich darf nicht mit euch Missgeburten streiten. Denn Außenstehende können uns dann nicht mehr unterscheiden. Das ist eine strong Zeile, Mann, ey. Ich hab gelernt, ich darf mit den Missgeburten nicht mehr streiten. Denn Außenstehende können uns dann nicht mehr unterscheiden. Allein durch so eine, das ist so dieses...
dieses Arrogante von ihm, dass er sich so direkt über die stellt, über die ganze Deutschrap-Szene stellt und sagt, ey, ich darf gar nicht auf euren Beef, auf eure Kommentare eingehen, weil so die Außenstehenden denken dann, dass wir on the same level sind. Aber er ist so ganz weit oben. In sei Opinion. In sei Opinion, Bro. Mein Englisch-Deutsch ist ganz miserabel geworden. Ich lebe die Anleitung, so wie werde ich der Größte, was für Schiller und Goethe merkt, die Schindler und Söhne, ich mal Bilder mit Worten. Ey, nice. War das nicht sogar die, irgendwas aus die Schöne, der Schöne mit den Beats oder so? So wie werde ich der Größte, was für Schiller und Goethe merkt, die Schindler und Söhne, ich mal Bilder mit Worten, ich hab Kulissen aus Klang. Sag dein Nazi-Großeltern, ja, sie müssen mich kennen. Ich bin der Vater von Nico, Vater von Pablo. Hollywood, Schlabberlook, Leonardo DiCaprio. Bentley, geil. Park, straight vor dem Kindy. Die ganze Stadt weiß, ich war schon Schindy auf dem Gimmi. Selbst mein alter Lehrer packt mich scheiße. Ey, viele Sachen verstehe ich einfach gar nicht. Ich war schon Schindy auf dem Kimmi. Was ist ein Kimmi? Die ganze Stadt weiß, ich war schon Schindy auf dem Gimmi. Auf dem Gimmi. Okay. Hat man früher echt gesagt, sagt man das noch? Gimmi. Nee, die gehen so auf, die gehen aufs Gimmi. Die gehen aufs Gimmi. Sagt man nicht aufs Gym? Wenn man schon abkürzt, Gimmi. Ich weiß es nicht, ich war immer nur auf einer Gesamtschule. Also im Realschulteil der Gesamtschule. Nicht, dass darunter schlecht ist. Die eben das sein, also die meinen besten Kollegen, so am Hauptschulabschluss und sind teilweise smarter als ich. Aber ja, Mann. Gibt's Gesamtschule noch? Wurde, glaube ich, wieder geändert. Es gab mal. Am Anfang gab's Haupt, Real, Gymi. Dann gab's Gesamtschule mit Haupt und Real. Bei uns. Vielleicht gab's sogar Gesamtschule mit Haupt, Real und Gymi. Weiß ich nicht. Jetzt sag ich auch Gymi. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist gut. Gibt's das noch? Ich glaube, das wurde wieder gechanged. Ich weiß es aber nicht genau. Selbst mein alter Lehrer packt mich scheiße, Michi, was passiert? Seh dich nur noch in so Kutschen mit dem Dach hinter dir. Ey, das ist nice, Mann. Scheiße, Michi, was ist passiert? Wie er das ausgedrückt hat, so. Packt mich scheiße, Michi, was ist passiert? Seh dich nur noch in so Kutschen mit dem Dach hinter dir. Lifestyle, Il Padrino, Outfit, kostet ne Birkenbag. Ja, ich bin ein Working Class Hero. Erzogen von Eltern, deren Eltern keine Eltern mehr hatten. Eltern, deren Eltern keine Eltern mehr hatten. Irgendwie schöner Flow gewesen gerade. Und ich mag's auch gerne, wie er die englischen Sachen mit reinbringt. Ich bin ein Working Class Hero, erzogen von Eltern, deren Eltern keine Eltern mehr hatten. Paar Vollweisen ohne mich sich selbst überlassen. Meine Oma soll im Himmel tanzen, spiel ein bisschen Flöte. Weil ihr Enkel riecht nach Feilschenblatt und nie mehr nach Fritteuse. Wo ich. Oh, auch guter Throwback, weil er ja bei McDonald's gearbeitet hat. Geil, Mann, denn ihr Enkel riecht nach Feigenblatt und nicht mehr nach Fritteuse. Das war eine schöne Zeile, Mann. Highlight-Zeile bis jetzt für mich. Herkommt, was ich draus mach. Ich bin hier das Krasseste, bis Schumi wieder aufwacht. Mütter stehen oh, Glotzen, gute Zeile auch. Münder stehen offen, Köpfe drehen sich wie ein Wembley nach meinem Baby blauen Bentley. Nein, pflastert die Straßen, Feinde lassen sich jagen. Sag selbst, wär's nicht dumm von uns, keine Waffen zu tragen. This is Street Art, wie same. Ich glaube irgendwie bei Shindy so dieses Ding, es geht bei mir viel um Atmosphäre und Attitude einfach nur. Ich würde nicht sagen, dass er ein überkrasser Rapper in Sachen, keine Ahnung, heftigen Zeilen ist oder heftigen Texten ist, aber einfach die Attitude, das Gesamtpaket überwiegt halt hier einfach. Ich könnte keinen ganz krassen Skill sagen bei Shindy, wo ich sage, deswegen ist Shindy krass, aber es ist einfach so diese gesamte Attitude, die Atmosphäre, die er schafft, so. Ja, und auch, ey, man muss einfach nochmal Ozzy loben für diesen geisteskranken Beat. OGs auf der Payroll, sagt dein neuen Label-Boss, he better lay low. Tut mir leid, ich bin zu stolz und schaff's nicht, mich zu bücken. Sie müssen lernen, manche Blumen lassen sich nicht pflücken. Was ich mit dem Game gemacht hab, check die Kratzer auf meinem Rücken. Mein Flow ist Gottes Wille, wie das Wasser in den Flüssen. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, Shindy schafft es immer, das ist mir gerade aufgefallen, er schafft es immer so ein gutes Bild, so ein stimmiges, gutes Bild in den Kopf zu projizieren. So, ich habe manchmal das Gefühl, er hat so Zeilen, wo er so das Leben vergleicht mit irgendetwas in der Natur, oftmals, gerade in diesem Song, wird sehr präsent. Und packt dir alle zusammen und schreibt dir immer auf, wenn dir was einfällt, und packt dir irgendwann in einen Song so. Weil ich habe so die ganze Zeit so Flüsse, Natur, Garten im Kopf irgendwie. Ich glaube, mein Großvater und ich hatten die gleichen Träume. Eine Dynastie geboren im Schatten der Feigenbäume. Ich bin der Erste. Oh, Feigenbäume, wunderschön betont gerade. Frühlingstag nach dem Winter, es gibt einen Gott und wir sind alle Abrahams Kinder. Okay, ja. Bro, ich bin so wenig in Religion drin, dass ich nicht weiß, wie er mit Abraham meint. I'm so fucking sorry, man. Oh, langes Beat-Outro.
Oh nein, hätte gerne noch länger sein können. Mandarin, ja, das heißt Mandarin. Das Bundle ist jetzt draußen, Freunde. Link dazu in der Beschreibung. Ey, was soll ich sagen, Mann? Ich habe so ein bisschen versucht, so eine kleine Analyse zu geben, warum ich Shindy zwar feiere, aber selten Songs von ihm höre. Und ich weiß es immer noch nicht genau. Ich glaube einfach, weil er für mich in dem Moment immer so eine geile Atmosphäre bringt und weil ich Shindys Musik eher mit Momenten verbinde. Ich glaube, das ist eher das Ding. Dass ich Momente habe, wo dann auf einmal ein Shindy-Song läuft, denke, geil, Mann, geile Atmosphäre jetzt, fühle ich. Aber ich bin selten so, dass ich in der Bahn sitze und denke, oh, ich gucke jetzt hier in der Bahn, es regnet draußen, jetzt erstmal ein Shindy-Song rein. Ich glaube eher so, wenn man irgendwie unterwegs ist und eine Playlist anhat, dann ist so ein Shindy-Song nice. Ich weiß es nicht, aber er schafft es, wie gesagt, sehr gut, auch in diesem Song besonders so ein stimmiges Bild im Kopf zu erzeugen. Ich bin gespannt auf das Album, es werden wahrscheinlich wieder einige Songs dabei sein, die mir nicht so zusagen. War aber beim letzten Album so, da waren einfach manche Songs, die waren mir zu specialig irgendwie oder zu eigen. Der hier hat es aber geschafft, mich zu überzeugen. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, wir hören bei den nächsten paar Singles rein. Habt einen wunderschönen Tag, Freunde. Ich war gerade voll verwirrt. Schreibt mal rein, wie ihr den Track findet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.